This is Whitney Houston. I'm David Bowie. This is Mark King. This is Robbie Neville. We're Berlin, from Berlin, and... You're watching Pit, and I'm in it. Ja, wo wir hier in Berlin sind, das dürfte wohl jeder schon erkannt haben, der Reichstag. Hier fanden schon viele Open-Air-Veranstaltungen statt und auch dieses Jahr ist es wieder soweit. 3 Tage lang ein super Programm, kann man sagen. David Bowie, Genesis, The Eurythmics und Bruce Hornsby. Tina Turner war mal nicht dabei, obwohl sie ja bei sehr vielen Konzerten zurzeit in Deutschland dabei ist. Die Stadt Berlin bezuschusst das Ganze sozusagen als kultureller Beitrag auch zur 750-Jahr-Feier und dementsprechend sind die Eintrittspreise vertretbar. So um die 50 Mark für 3 Tage kann man eigentlich nichts wollen. Wir sind jetzt auch beim Konzertüberblick bei PET und los geht's mit dem Mann, der leider viel zu wenig Konzerte in Deutschland gegeben hat. Aber hier in Berlin vor dem Reichstag, da war er dabei, David Bowie. Die meisten Leute sagen, sie hätten so etwas wie meine Live-Show noch nie gesehen. Dem kann ich nur zustimmen. Er hat mich immer sehr angezogen und ich habe sehr viel gute Arbeit hier zusammen mit Brian Eno 1978 geleistet. Die Stadt ist für einen Künstler ein guter Ort und ich bin gerne hier. Ein Konzert in Berlin vor der Mauer zu spielen ist für mich etwas Besonderes, weil ich den Song Heroes gleich da drüben bei der Mauer im Hansa-Studio geschrieben habe. Und heute spiele ich fast am gleichen Ort. Das ist etwas, was man vermutlich nur einmal im Leben macht. Ein recht seltsames Gefühl. Willig und einige Kritiker meinten sogar, er würde sein Open-Air-Publikum überfordern. Yeah, it's a complicated and a difficult show for audiences.